ist vor allem die Kraft der Gemeinschaft, die den Fortbestand einer Nationalität gewährleistet. Auch für die in Ungarn lebenden Deutschen dienen Jahrhunderte hindurch überlieferte Werte, Traditionen und Muttersprache als Wegweiser, und diese bestimmen auch das Zukunftsbild. Der auf dem Gelände des ungarndeutschen Bildungszentrums Bojos zustande gebrachte einmalige Lehrpfad erzählt über Geschichte, Kultur, Bräuche, Sprache, religiöses Leben, traditionelle Handwerke der Ungarndeutschen sowie über ihren Glauben an die Zukunft. Der Leitgedanke dabei ist die Gemeinschaft. Der deutsch- und ungarischsprachige thematische Weg verbindet 8 Haltepunkte. Die Inhalte der an den Stationen angebrachten Tafeln werden durch spannende Installationen, interaktive Elemente und ein Begleitheft ergänzt. An der Gestaltung des von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen initiierten Lehrpfades arbeitete ein 8-köpfiges Team 2 Jahre lang. Der thematische Weg kam vor allem zustande, damit alle Interessierten die in Ungarn lebenden Deutschen kennen und verstehen lernen können. Darüber hinaus ist es grundsätzliches Ziel, das in den deutschen Nationalitätenschulen Gelernte erlebnisreich zu ergänzen. Im Begleitheft geht es um alte Kolonistenbriefe, die man an die in der Urheimat verbliebenen Verwandten geschrieben hatte. Man kann erschließen, welche Gefühle die Deutschen in Ungarn hatten. Man kann ihre eigenen Meinungen, ihre Eindrücke über den neuen Ort lesen und so einen Einblick in die damaligen Umstände bekommen. Ein schwieriger Neuanfang, dem die meisten heute in Ungarn lebenden Ungarndeutschen ihre Existenz zu verdanken haben. Viele Geschehnisse der Familien passieren heutzutage in der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Schule, im Krankenhaus oder auch in unserer heutigen modernen Welt, auch online. Die Familie ist auch heute der Ort, wo unsere größten Werte, Sprache, Kultur, Identität nicht nur vererbt, sondern auch weitergegeben werden sollten. Bei Station 3 erfährt man, wie die in Ungarn gebliebenen Ungarndeutschen, die von der Vertreibung verschont worden waren, mit den anderen Nationalitäten, die infolge des Zweiten Weltkrieges in den ungarndeutschen Dörfern kamen, ausgekommen sind. Das Zusammenleben war mit den verschiedenen Nationalitäten nicht leicht, doch konnte statt ein Nebeneinander ein Miteinander erzielt werden. Die Berufe und der Gesellenbrief sind mehrmals in Volkskunde ins Gespräch gekommen. Wir haben sogar ein paar Videos darüber angeschaut. Und deshalb hat uns diese Station von Nichts kommt Nichts eine große Freude gemacht, weil wir die Werkzeuge und die Gesellendokumente aus nächster Nähe sehen konnten. Vieles hat für uns eine neue Bedeutung gewonnen. Thank you.
Diese Station der Sprachgemeinschaft ist für diejenigen Besucher sehr interessant, die selber eine Mundart sprechen. Denn man kann hier mit einem Knopfdruck verschiedene ungarisch-deutsche Mundarten anhören und eventuell sie auch vergleichen. Die Rail-Pfad-Besucher, die keine Mundart sprechen, können hier ausprobieren, zum Spaß, wie viel sie davon verstehen. Weißt man, ich habe nicht gekocht, weil ich kein Wasser hatte. Ich habe gedacht, du bist doch schon nass, du kannst mir Wasser holen. Und noch wie ich kochen. Ich stamme aus einer katholischen Familie, deshalb zog mich diese Station sofort an. Was mich persönlich sofort ergriff, war dieser große Wandteppich mit den Buchstabenstickereien und Sprüchen. Im Haus meiner Großmutter hängen etliche solche Wandschoner, so fühle ich mich familiär zu Hause wie bei ihr. Die siebte Station stellt unter anderem dar, wie viele ungarisch-deutsche Vereine überall im Land tätig sind und wie wichtig ihre Tätigkeiten sind. Vielleicht bekommen auch viele Jugendliche durch die konkreten Beispiele der Station einige Ideen, bei welchen Vereinen und Organisationen sie selbst für ihre Nationalität tätig sein können. Als ich die achte Station erstmals gesehen habe, dachte ich, dass es der erste Schritt zu einer guten ungarisch-deutschen Zukunft ist. Das Preisausschreiben für diese Station war eine sensationelle Idee. Die 10 Punkte der ungarisch-deutschen Jugend ist genau das, was die Jugend braucht. Wenn wir diese Punkte einhalten, dann wird ganz bestimmt eine gute ungarisch-deutsche Zukunft sein. Begehen auch Sie den ungarisch-deutschen Landeslehrpfad. Weitere Informationen finden Sie unter www.lehrpfad.hu. Das Zustandekommen des ungarisch-deutschen Landeslehrpfades wurde vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat durch die Landesselbstverwaltung der ungarisch-deutschen gefördert.